In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor umgehend ihren Führerschein. Entschuldigung. Waldfest auf der Hohen Asch. Das Forstamt Kaltennordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft, Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besucher ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. Na, da haben wir doch wieder was für den Jahresrückblick. So, reden wir jetzt über den Disney-Klassiker Winnie Pooh, liebe Zuschauer, den kleinen süßen Bären, der verrückt nach Honig ist. So hier sieht er aus im aktuellen Film, der nächste Woche bei uns in die Kinos kommt, wie ein Winnie Pooh ebenso aussieht. Und jetzt schauen Sie sich mal bitte diesen Mann hier an. Hier ist er. Finden Sie, da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit? In China meint man ja. Entschuldigung. Das ist Staatsschiff Xi Jinping. Es tut mir leid. Und wegen dieser angeblichen Ähnlichkeit darf der neue Winnie Pooh nicht gezeigt werden. Suchen Sie uns im Internet. Das ist immer ein guter Tipp. Lokalzeit duisburg.wdr.de. Unsere noch recht neue Internetpräsenz. Und da können Sie auch den Link zu Facebook klicken. Schauen Sie mal rein. Schönen Abend. Ja. Flugreisende müssen sich am Montag auf Behinderungen einstellen. Entschuldigung. Auch am Düsseldorfer Flughafen soll eine Betriebsversammlung stattfinden. Der Grund, die EU will die Flughäfen zwingen, ihre Bodenabfertigung auszugliedern und weitere Anbieter. Entschuldigung, wir hatten gerade eine Riesenfliege hier und deswegen ist hier allgemeine Heiterkeit. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass dadurch die Qualität sinkt und sich die Arbeitsbedingungen und Einkommen der Beschäftigten verschlechtern. Bereits jetzt lässt sich die Lufthansa am Flughafen Düsseldorf mit Hilfe von über 300 Leiharbeitern abfertigen. Gegen den Fernsehpfarrer Jürgen Fliege hat die evangelische Kirche im Rheinland ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Jetzt habe ich hier, meine Damen und Herren, ein kleines Problem mit meinem Gerät.
Herr Skirra. Ja. Ich bitte um Entschuldigung. Das griechische Parlament hat in der Nacht ein weiteres milliardenschweres Sparpaket verabschiedet. Mit dem Beschluss sollen 13,5 Milliarden Euro bis 2014 eingespart werden.